spezialisierten Optiken für den Kommandanten und Richtschützen ausgerüstet. Kampfpanzer überwindet das Gewässer in Tiefwarten. Der unmittelbar folgende Kampfpanzer ist für eine Unterwasserfahrt bis 4 Meter Wassertiefe vorbereitet. Die Vorbereitungen dazu dauern etwa 20 Minuten. Das gelbe Band am Luftschacht kennzeichnet den maximalen Wasserstand beim Unterwasserfahren. Waffenstabilisierung, eine Lampe in der Rohrmündung befestigt. Die Hauptwaffe des Kampfpanzers Leopard 2 ist eine 120 mm Glattrohrkanone. Die rechnergesteuerte Feuerleitanlage besteht im Wesentlichen aus einem primär stabilisierten Hauptzielfernrohr mit Laserentfernungsmesser für den Richtschützen, einem Rechner und einem primär stabilisierten Rundblickperiskop für den Kommandanten. Dies ermöglicht es dem Kommandanten. Zeigen Ihnen nun die Leistungsfähigkeit des Wärmebildgerätes im Leopard 2.